Mein Name ist Erhard Mörschel, ich bin pensionierter Professor der Zellbiologie. Ich bin 76 Jahre alt, wohne in Kirchhain und kandidiere als Stadtverordneter für die CDU. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Unsere Demokratie lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Bürger in Vereinen, in der Kirche, bei der Feuerwehr, in sozialen Organisationen als auch in politischen Parteien. Deshalb kandidiere ich für die CDU, für die Stadtverordnetenversammlung, da diese unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung von Kirchhain hat. Warum trittst du gerade für die Liste der CDU an? Ja, ich bin erst sehr spät in die Politik gekommen und ich war über 10 Jahre lang Elternbeiratsvorsitzender der Gesamtschule Kirchhain, heute Alfred-Wegener-Schule. Zu dieser Zeit hatten wir 80% der Stundenabdeckung und es sollte die integrierte Gesamtschule gegen den Elternwillen flächendeckend eingeführt werden. Ich wurde von der SPD nicht ernst genommen und ich hatte einen Unterstützer in der CDU, der sehr offen war und mit mir offen auch diskutierte und der mich in die CDU einbrachte. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain ist eine liebenswerte Stadt und ich wohne gerne hier. Und es sind viele Faktoren, die bestimmend für die Stadt sind. Als erstes haben wir den Standort nahe an Stadt Allendorf und an den Oberzentren Marburg und Gießen. Das ist für die Pendler sehr wichtig. Dann haben wir viele Schulen. Von der Grundschule über das Gymnasium bis zu den beruflichen Schulen haben wir alles da. Wir haben Geschäfte vom Einzelhandel bis zu den großen Supermärkten und auch Spezialgeschäfte für Handwerkzeug, Weppler oder für Bäderbedarf oder auch Bekleidung hier in der Fußgängerzone. Dann haben wir genug Kindergärten und haben die Entscheidung getroffen, auch einen weiteren Kindergarten zu bauen. Und wir haben eine sehr gute Vereinsstruktur. Als wir nach Kirchhain kamen, wurden wir sehr schnell integriert. Meine Frau in der Kirche, im Roten Kreuz, im Mütterkreis und ich bin im Gesangverein und auch in der Feuerwehr. Und man kann auch sagen, dass Kirchhain für junge Familien sehr anziehend ist, da die Preise für den Wohnungsbau bisher und die Mieten im Verhältnis zu Marburg noch recht niedrig sind. Wir haben ein Hallenbad, wir haben ein Freibad und wir sorgen dafür. Deshalb ist Kirchhain sehr liebenswert. Kirchhain als Kleinstadt, als Stadt der kurzen Wege. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ja, wir haben sehr große Aufgaben zu bewältigen. Als erstes haben wir Sorge für unsere Infrastruktur zu tragen. Der Bahnhof soll neu gebaut werden, wie auch das Freibad. Und das können wir nur machen, wenn wir Zuschüsse von dem Land und von dem Bund erhalten. Als nächstes steht auch noch die Aufgabe, das habe ich eben erwähnt, eines Kindergartenneubau an. Das sind wichtige Themen, wie auch der Straßenbau. Und die Erhaltung unserer Straßen fällt uns unter den Gegebenheiten, die wir jetzt haben, besonders schwer. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Als Stadtverordneter muss man gesprächsbereit sein und man muss kompromissfähig sein, denn man arbeitet bisher mit 4 Fraktionen und Kollegen zusammen, vielleicht in Zukunft mit 5 Fraktionen. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Darauf kann ich nicht antworten, dass... Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Die Frage ist sehr zugespitzt. Als Biologe bin ich natürlich für den Wald
und mir tut jeder Baum leid, der gefällt wird. Andererseits braucht Kirchhain eine gute Verkehrsanbindung, nicht nur Kirchhain, sondern der gesamte Ostkreis. Und deshalb brauchen wir Straßen, die A49. Wenn man von der Steinzeit über das Mittelalter geht, so sind unsere Autobahnen auf den alten mittelalterlichen Straßen aufgebaut. Und ohne Straßen geht es nicht. Wir haben eine gute Anbindung nach Frankfurt, auch nach dem Osten über Alsfeld, aber nach Kassel-Habertz. Und Kassel ist in der Nachwendezeit sehr gewachsen. Und ich bedauere die Pendler, die...